Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Sim Airport bei Fabian LP. Und da muss ich mal schnell die Tastatur ein bisschen bereit machen, so, dass man die auch gut bedienen kann. Wir sind zurück im neuen Jahr. Oder wir waren ja schon mal im neuen Jahr, so ist es nicht. Aber ich habe mal hier diesen kleinen Streifen hier entfernt. Die Blumen habe ich weggemacht, oder die, ja, die Blumenbeete. Und den Untergrund, das sieht jetzt aktuell so aus. Ja, es hatte schon auch ein bisschen Klasse, wenn da kein Gras ist und mit den Blumen, aber irgendwie so geht's auch. Also, so ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Ich muss mal schauen. Vielleicht können wir da noch was machen, vielleicht kommt ja auch noch was Neues dazu, was wir da hinsetzen können. So eine Statue möchte ich jetzt auch nicht unbedingt setzen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, das hier funktioniert immer noch. Es gab noch ein neues Update, Januar 4. steht da unten. Und zwar, es ist tatsächlich möglich, die Abreise oder Anreise im Untergrund zu machen. Also mit diesen Straßen, das geht tatsächlich. Es ist nur so, dass da etwas nicht funktioniert hat. Jetzt soll es funktionieren. Und darum, ich bin froh, habe ich das nicht ausgetestet. Aber das werden wir bestimmt mal machen. Vielleicht dann, wenn wir diesen Teil dazu nehmen. Und es gibt ja nur eine Anreise und eine Abreise. Dass wir dann die Abreise zum Beispiel im Untergrund platzieren. Das wäre so die Idee. Vielleicht. Mal schauen. Aber es ist tatsächlich möglich. Und das finde ich cool. So. Dann haben wir hier unseren Shop, der jetzt noch nicht ganz so die Zufriedenheit erweckt. Aber schon fast. Also da hat es auch vorhin Leute gehabt. Und es geht ja hier hinten weiter. Und ich würde doch ganz gerne mal hier hinten ein bisschen ausbauen jetzt. Was steht da schon wieder rum? So, weg damit. Das sind die gleichen Steinplatten, nehme ich an, da. Und, ha, sonst können wir auch mal bei dem bleiben. Also, wir nehmen jetzt hier mal so... für ein Café. Ja, es darf schon ein bisschen Holz eigentlich sein. Nicht das gleiche wie hier drüben, vielleicht eher was Helleres. Wenn ich jetzt das hier mal so platziere... Wie sieht denn das aus? So, komm, wir machen da gleich ein bisschen mehr. Ich würde sonst mit der Küche starten, die ich gerne hier hinten hinstellen würde. Möglichst weit weg. Ja, sieht angenehm aus. Nur das sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier. Da sollten wir vielleicht... Wenn man noch weiß, welches Holz das war das da, genau... Den Übergang so gestalten, macht das vielleicht ein bisschen besser. Und wenn wir dann das Café einzonen, sieht das wahrscheinlich auch nochmals ein wenig anders aus dann. So. Also, als erstes würde ich hier hinten die Küche beginnen. Und da fällt mir noch was ein. So. Wie breit machen wir die denn? So durch. Sollte eigentlich ausreichen. Ich gebe noch einen mehr. So. Also, das wird die neue Küche. Das deklarieren wir denn hier als, auch als Küche. So. Und die Küche, die schaut dann zu all dem, was hier unten so ist. Und wir könnten ja hier ein paar Verkaufsläden hinmachen. Und da hinten das Café. Nur ist es halt so, dass das Café genau dasselbe verkauft mittlerweile. Was ein bisschen blöd ist. Ich weiß nicht, ob das dann gewinnbringend ist. So. Personaltüre suche ich. Wir haben hier keine Mitte, so wie es aussieht. Machen wir auf beiden Seiten einen Eingang. Ja, die Küche, die ist auf jeden Fall, glaube ich, genug groß. Und die könnten wir auch gerade mal mit den wichtigsten Dingen ausstatten, die es braucht. Pizzaöfen. Es braucht eh nicht so viel. Also, ich übertreibe es sowieso hier schon wieder. Aber so, 4 Herde, dann da eine Spüle rein und in den beiden Ecken hier noch eine Spüle, dann hier in der mittleren Passagen ein paar Zubereitungsflächen, so, und vielleicht auf der Gegenseite. Ah, die kann man noch nicht drehen. Genau. Ist ja immer noch so. Dann stellen wir die erstmal hier hin. Aber es wäre schon das Ziel, dass wir die dann doch schön rumstellen, natürlich.
So, dann hier ein paar Speiseregale, damit da der Vorrat nicht ausgeht. Ah, das ist das Hot Food Display, wie ihr hier seht. Was fehlt noch? Kühlschränke. So. Und das wäre es eigentlich gewesen. Das wäre jetzt so die Küche. Dann, ich stelle da gleich mal auf 9 ein. Oder können wir ja über die neue Planung... Genau, können wir da mehr geben? 4 Leute. Geht das dann auf? Genau, dann braucht es 9. Dann haben wir hier 4 Köche, die in dieser Küche sind und... Es sollte alles möglich sein, genau. Chips kann man nur am Snackstand verkaufen. Und deshalb würden wir doch hier schon mal den Snackstand reinstellen. Also hier in der Mitte soll möglichst frei bleiben. Dann hier vielleicht ein paar Geschäfte noch, wenn wir hier schon die Shopping-Area haben. Und da hinten dann das Café. Wir müssen nur schauen, dass die Leute da kommen. Das ist also die spannende Frage, ob dann das auch so ist. Aber das kann ich selbst jetzt noch nicht beantworten. Also was da auf jeden Fall hin kann, ist auch eine große Bar. Die stellen wir vielleicht hier drüben hin. So. Und einen Snackstand. So. Dann können wir vielleicht noch den Bio-Kiosk daneben stellen. Und dann haben wir fast viel Platz gebraucht wie da. Schon erstaunlich. Den Kaffee, stimmt, der Kaffeestand ist auch noch, den. Der kann da noch hin und dann noch einer. Machen wir noch den Pizzastand. Vielleicht neben der Bar, hier eher mal noch ein paar Bänke. Was haben wir da so im Angebot? Diese da, weil wir die hier vorne haben. Obwohl, die passen dann vielleicht nicht so perfekt. Ja, geht gerade so von der Länge. Vielleicht so. Und dann da den Pizzastand, haben wir gesagt. Auch noch hier hin. So, dann sind wir etwa auf der gleichen Höhe hier. Abgeschlossen. Da muss erstmal noch das Zeugs hin. Und jetzt nehmen wir diese Küche und ordnen die schon mal hier zu. So wie auch da unten gleich. Und dann seht ihr her. Dann gehen die schon mal los und kochen da was für den Snackstand. So, dann haben wir da schon mal das im Angebot, kann man sagen. Und hier zuordnen. Kam gerade ein Kommentar rein auf YouTube. So, muss ich mir ganz schnell lesen, so ganz schnell, ohne dass es jemand merkt. So, wir brauchen noch Retail Worker, stimmt, 2 mehr. Steht da. Für da und für da, nehme ich an. Hier ist eine Person. Und es ist gefüllt. So, also wir haben jetzt hier schon mal das grundlegende Angebot. Die interessante Frage ist eben, konkurrenziert das stark mit dem Café oder nicht? So, jetzt darf ich hier wieder den Boden finden, den da war's. Das ist, ist ein Traum. So, plus hier hinten in der Küche irgendwas Weißes. Na, mal das hier, sonst... So, die sind immer noch dran, füllen hier kräftig auf. 89%, 100%. Ja, über Nacht kriegen die das locker hin. Also, die Leute reichen, glaube ich, schon aus. Also, die Arbeit, die wir haben hier. Diese Schwette an Arbeitern. So, und es ist halt so, man kann hier mit der Treppe schon hoch. Ob die Leute dann auch noch hier hinten hinkommen, ist jetzt das andere, was wir auch noch sehen werden. So, dann haben wir die Kaffeezone. Da. So, das Café umfasst eigentlich bis hierhin. Ja, weißt du was? Kann ich das auch ins Café reinnehmen? Ja, geht, glaube ich. Okay. Gut. Ich kann ja das Café noch umbenennen. Aber mir fehlt da auch gerade die Kreativität gerade. Mal schauen, vielleicht fällt mir da noch was ein. Gut. Und jetzt machen wir das folgendermaßen.
Wir könnten ja hier die Bedienflächen machen. Die Kassen. Damit die Leute schon bereits hier einkaufen können. Das wäre vielleicht eine Idee. Wenn ich jetzt sage, hier 5 Kassen. Da drüben in einem versetzten Muster. 4 Kassen. So. Da kommen auch 5. Wenn wir die dazu nehmen und jetzt die Regale wohin stellen. Also wir haben hier das Hot und das Chilled Food Display. Und diese beiden Displays müssten wir jetzt irgendwo aufstellen. Wir könnten ja schon mal testen, wie das ist, wenn ich jetzt die hier in die Mitte stelle. So vielleicht, so und so. Dann müssen ja die Leute drum herum laufen. Und vielleicht nehmen sie sich die Zeit und setzen sich hin. So. Und dann können wir hier auch Kaffee, die Kaffeemaschine. Zweimal Kaffee. Und dann haben wir hier noch den Getränkespender. Einzelhandelsmitarbeiter. Müssen wir die hier draußen hinstellen? Also, ich kenne es selbst nicht. Ich muss selbst erstmal schauen, wie das hier ist. So und so. Stellen wir mal die Kaffeemaschine in die Küche. Und das da draußen macht zwar auch nicht so Sinn. Wenn ich da ganz ehrlich bin. So, zuordnen. Kaffeezone. So. Das geht also direkt in die Kaffeezone. Und dann füllen sie das da auch. Avocado, Pizza, Sushi und Donuts. Hat hier Platz? Dann brauchen wir nur noch neue Mitarbeiter. So, sollen sie das mal aufbauen? Dann brauchen wir noch mehr Mitarbeiter, nämlich so. Dann die Zone braucht jetzt natürlich noch Stühle und Tische. Ja, jetzt lasse ich das mal so. Wir haben ja jetzt erstmal Mitarbeiter. Wir haben ja hier immer die verschiedenen Tische und Stühle im Angebot und ich versuche es wieder möglichst abwechslungsreich einzurichten. Und damit starten wir mal hier drüben mit so 4er-Gruppen. Also da ist Stuhl, Leer, Stuhl, Tisch. Stuhl, Leer, Stuhl, Tisch. Stuhl, Leer, Stuhl, Tisch. Ja, es ist halt... Man ist hier schon ein bisschen beschränkt, wie man es einrichten kann. Aber wenn wir jetzt da noch ein bisschen Grünzeug und so dazwischen stellen, sollte das schon gehen. So, und hier dasselbe nochmals. Wenn ich das hier mache, dann passt das nicht mehr. Deshalb lassen wir das da mal weg. Gut, da kann ja vielleicht noch eine Pflanze oder so hin. Dann können wir da... Was hatten wir noch alles? Die Tische sind ja immer noch nicht da in der Zone drin. Dann könnte man ja hier in der Mitte so... 2er-Tische hinstellen. So schön versteckt dahinter. Aber so ist vielleicht auch nicht... Das sieht mir zu dicht aus. Also es ist zu dicht dran. Vielleicht dann schon eher so. Dass ich so da eine Reihe mache. Aber dann ist die Frage, wie lange? Sieht jetzt auch nicht so einfallsreich aus. Ehrlich gesagt. So. Ich bin aber auch kein Kaffeebesitzer. Also, ich kenne mich jetzt da auch nicht sonderlich aus. Und jetzt können wir bei jedem Tisch ja da noch etwas Grünes hinmachen. So. Und dann hier im Teil vielleicht noch eine andere Lounge mit diesen eleganten Stühlen. Kommen da überhaupt schon Leute? Also jetzt sollte ja die Kaffeezone gut sein. Jawohl. Oh ja, schaut her. Alter.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die Getränke funktionieren, jawohl. Kaffee, was ist mit dem? Ah ja, eben. Wie gedacht, muss das nicht hier in der Küche, sondern im Café sein. Da wurde der Text noch nicht überarbeitet, glaube ich. Das ist eher so. So, setze ich die da noch dazu. Und dann müsste das passen. Die Frage ist halt, setzen sich die Leute auch noch hin oder ist das was, was man früher gemacht hat? Jetzt nicht mehr. Gut, zu diesem eleganten Stuhl A gehört der Kaffeetisch A. Hä, da ist jetzt der andere Tisch auch noch was drin? Irgendwas stimmt da noch nicht. Also, wenn ich jetzt sage, wir haben hier so eine Lounge. Er ist zu gleichmäßig. Eher so. Ah, der Tisch ist einfach so klein. Und da nehme ich lieber den Tisch B. Aber die verbinden sich eben wiederum nicht. Das ist bei Airport CEO sehr gut gemacht. Denn da kann man auch Dinge zusammenhängen. Ohne, dass das dann so abgehackt aussieht. Na gut, man kann es auch so machen. Ja. So, ich hätte es lieber besser anders gehabt. Also, wenn ich jetzt die hier reinstelle, sieht das zwar ja, nicht schlecht aus. Aber wenn man es halt so verbinden könnte, die Tische noch ein bisschen. Also, ich denke, die werden da bestimmt was machen. So, da geht es. Geht doch recht weg hier. So, jetzt haben wir Cafés noch nicht gefüllt. Wird jetzt bestimmt gefüllt dann. Da ist gefüllt worden. Genau, jetzt sollten wir auch Kaffee im Angebot haben. Jawohl, wird bedient. Ach so, die Leute holen sich das selbst. Ah. Okay, wir brechen es nochmals ab. Nochmals von vorne. Dann stelle ich es lieber hier irgendwie hin. Und die Displays, das ist von beiden Seiten. Das wird auch von beiden Seiten betrachtet. Also von dem her. Es steht nur so blöd im Weg. Aber das ist, glaube ich, gerade. Da müssen sowieso alle hier durchlaufen. Was ich einfach sehe. Es setzt sich niemand hin. Ah, doch, da. Eine Person. Ja, doch, doch. Es setzen sich ein paar hin. Aber nicht so wie früher. Wenn ich jetzt mal die beiden, ich breche jetzt die mal ab, stellen. Nur so aus Neugier. Dann haben wir da oben keinen Aufgang mehr. Dann müssen alle da vorne hoch. Laufen dann mehr Leute am Café ins Café oder gehen die sowieso direkt hoch? Und wie man sieht, geht da die große Masse geht einfach direkt hoch. Also, ich glaube nicht, dass uns das was bringt. So, wo war hier die Rolltreppe? Nach oben. Nach oben. Ja, die spannende Frage ist, brauchen wir dann überhaupt so viele große Tische? Ja. Schlecht sind sie ja nicht. Also, sie stellen immerhin einen Kaffee dar. Sagen wir es mal so. So, dann hier bei Deko die Tische. Jetzt haben wir hier am Rand noch ein bisschen Platz. Für etwas. Und die... zuerst müssen wir hier die Maschinen wieder rausstellen. Hier, Getränke. Also ganz zufrieden bin ich damit auch nicht hier. Aber ja, wenn ich jetzt hier so eine Reihe mache. Mit Getränke und Kaffee. So. Ich glaube, das können wir nochmals überarbeiten. Mir ging es jetzt auch mal darum, ein bisschen zu sehen, wie das Café so läuft.
dass wir auch mal wieder sehen. Denn zuletzt, wir hatten so ein großes Café und wir haben fast jeden Sitzplatz ausgelastet. Also, das hat sich schon ein bisschen verändert. Und jetzt können wir da noch hingehen bei Deko. Jetzt nehmen wir zum Beispiel hier wieder, die sind außen. Hat es nicht rote gehabt für drinnen? Anscheinend nicht. Nehmen wir die hier. Und stellen die hier rundherum ein bisschen hin. Hier hinter der Bedienung könnten wir sowas nehmen. Da in die Ecke und da in die Ecke. So. Und hier in der Mitte dann wirklich irgendwie, das ist der dekorative Busch. Ah, da war der rote, genau. Da nicht. Aber sieht wahrscheinlich auch schon wieder zu übertrieben aus. Wenn man jetzt noch so irgendwie einen Zaun oder so bauen könnte. Oder eine Wand halt. Aber wenn ich die hier baue, ist die schlecht gemacht, sage ich mal. Dann ist die nicht so zufriedenstellend. Und den Zaun kann man hier nicht setzen. Also nicht sowas. Also eine leichte Holzabtrennung oder so. Wäre jetzt schon noch was gewesen. Gut, wir haben ja auch noch eine Statue. Also ja, Statue ist das nicht unbedingt. Aber die steht dann auch wieder nur im Weg rum hier. Also hab noch eine andere Idee. Wenn ich jetzt hier das da vom Café wegziehe. So. Damit das Café erst hier beginnt. Vielleicht ändert das auch noch ein bisschen was dran. So, also eine Reihe mehr wäre noch gut. Dass das Café weiter hinten ist und so die Leute auch weiter hinten sind. Könnte ja sein. Oh ja, die Zeit ist schon wieder um. Genau. Wir brauchen hier noch ein paar Bänke. Also, das läuft nicht schlecht. Nur ist es nicht so intuitiv. Also, es steht einfach in der Mitte. Da bin ich nicht überzogen von. Aber wenn ihr mal seht, wie viele Leute hier... Ich habe das Gefühl, es ist noch mehr geworden jetzt gerade. Wie viele Leute da vorbeigehen, die Kassen, die braucht's. Also, die braucht's tatsächlich. Das ist so. Bei so einer Kasse kann man aber nicht mehr Leute machen, oder? Doch, geht, geht. Ja, die kommen jetzt da und kaufen sich alle etwas. Dann gehen sie hier zurück und dann hoch. Also, viele bleiben nicht hier unten sitzen, sondern gehen dann direkt hoch. Weil oben haben wir halt auch viele Bänke. Aber auch da seht ihr, so viele setzen sich da gar nicht mehr hin. Vielleicht ist da auch was nicht mehr ganz so in Ordnung. Vielleicht liegt es auch an der Entwicklung. Naja, ich hätte gedacht, das war's für diese Folge. Wir schauen dann nächste Folge weiter, wie wir das noch weiter optimieren können. Kann ich hier mal irgendwo den Mauszeiger hinbewegen, ohne dass er stört? So, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Thank you.